So, und dann sind wir wieder da bei Reason und jetzt müssen wir weiter, denn die nette Dame bleibt beim Haus und will nicht mitkommen, dass ich selber sehr schade finde, denn ein bisschen Begleitung würde mir auch ganz gut tun. Naja, okay, dann machen wir das Ding jetzt mal alleine. So. Die alte Pilze und so immer mitnehmen. So. Ja. So, schnurstracks geht's weiter zum nächsten Vogel. Ey, nicht angreifen, ohne dass ich's erlaub, ja? Klar, ey, nicht so wild. So, was ist das? Naja, okay, weiter geht's. Was ist das denn? Ah, ja, stimmt. Da waren wir doch im ersten Teil auch schon. Komm her! Das glaube ich jetzt nicht. Das Viech hat mich tatsächlich geholt! Was war jetzt so schlecht, mein Messer? Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Nochmal passiert mir natürlich dieser Fehler nicht mehr. So. Also gut, dann müssen wir jetzt halt nochmal von hier anfangen. Jetzt kommt hier wieder Vogel Nummer 1. So, weiter geht's. Hier ein Pilz. Vogel Nummer 3. So, weiter geht's. Pilz. So. Und jetzt schauen wir mal, was ich nehmen kann, dass ich wieder ein bisschen, ich glaube, so ein Heiltrank wäre jetzt nicht schlecht. So. Jetzt kann das Viech mir auch ein bisschen Schaden antun und mich juckt's nicht. Auf jeden Fall, ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses Drecksviech. Komm her. So. Ich würde sagen, wir essen nochmal schnell irgendwas. So, ein Pilz wäre jetzt nicht schlecht. So. Oh, der hat mir nichts gebracht. Bewirkung, wir heilen die Wirkung. So, ja, das langt mir schon. Wir müssen da auf jeden Fall runter. Weil in Let's Play 1 haben wir das ja gesehen. Wir müssen hier runter. So. So. Eine Schatztruhe. Ah, jetzt wird's spannend. Alles nehmen. Ah, was geschieht hier? Noch eine Truhe. Nehmen wir auch alles mal mit. Und tun uns gleich ein bisschen heilen. So. Okay, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie weiterkommen. Hebel, okay. Ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss, aber hier, den nehmen wir auch noch mit, den Pilz. So, ja, also, dann gehen wir hoch. Hier. Man hört hier auf jeden Fall jede Menge Geschrei. Ich könnte doch gleich was um die Ecke kommen. Die Spannung ist auf jeden Fall drin. Nein! Jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe.
Das kann natürlich auch passieren, wenn man nicht aufpasst. Aber jetzt sind wir ja gut vorbereitet und wissen, was kommt. Das heißt, ja, jetzt laufen wir außen rum und nicht mehr da rein. Okay. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt sind wir da, wo wir reingegangen sind, oder nicht? Hier sind wir doch reingegangen. Wo geht's hier weiter? Ja. Hier muss es irgendwo einen Gang geben, den ich noch nicht gesehen habe. Aber wo? Wo ist dieser geheime Gang, den ich noch nicht gesehen habe? Hier drin geht's nirgends weiter. Okay, dann gehen wir einfach mal raus und laufen außen rum. Schauen, ob wir außen noch irgendwo was finden. Das wäre dann unsere letzte Chance. Okay. Dann gehen wir mal nach hier lang. Okay, hier geht's lang. Okay, den haben wir schon mal, jetzt gehen wir weiter. So, hier geht's wohl lang. Hoch oder runter? Nee, da gehe ich nicht hin. Ich gehe hoch. Sogar diesmal freiwillig. Denn so ein scheiß Rex-Judenvogel ist mir lieber. Ah, verrecke, du scheiß Bitch! Kaputt! Geh! Kaputt! Der ist ja hartnäckig, was ist mit dem los? Seit wann haben die so viel? Heieiei, da muss ich gleich wieder mein Tränkchen hinterher schütten. So, hier, schwerer Mana-Trank. Stark, stark, stark. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Lebensenergie wäre jetzt nicht schlecht. Ein bisschen wenigstens. Ja, und für alle Jüngeren, die gerade zugeschaut haben, Bitch ist natürlich polnisch und heißt Frieden, ne? Also nichts Falsches denken. Oh, wer ist hier? Halt, Börschchen. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier? Genau bin ich hier. Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Ich frag dich nochmal, was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt. Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Ja, okay. Dann ziehen wir uns mal tudeli-tudeli-tu um. Ja, hier, das nehmen wir mal noch mit. Ja, bevor wir jetzt runtergehen, würde ich sagen, nehmen wir erstmal hier alles. Nee, also okay. Gehen wir runter und ziehen uns um. Wo hat er gesagt, soll ich mich umziehen? Hier am Kleiderschrank, oder? Nee, wo hat er gesagt, soll ich mich umziehen? Ich weiß nicht, was er gesagt hat, wo ich mich umziehen soll. Scheiße.
Jetzt haben wir ein Problem. Nein, das war nicht beabsichtigt. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt sterbe ich. Mein Leben ist durch den Sprung sowas von kaputt gegangen. Naja. Haha!